Die Oscar-Nominierungen für die Verleihung Anfang März in diesem Jahr sind bekannt gegeben worden. Und genau deswegen möchte ich dazu ein Feedback geben, gleichzeitig aber auch ein paar Inside-Facts. Ich werde jetzt nicht jede einzelne Kategorie durchgehen und überall irgendwie einen Kommentar abgeben. Wer nur so eine Liste braucht, schaut einfach mal in der Infobox, da habe ich auf jeden Fall alles aufgelistet. Mir geht es jetzt erstmal darum, so ein bisschen Feedback zu geben, zum Beispiel zu den großen Überraschungen, die es bei dieser Nominierungsvergabe letztlich gab. Shape of Water war mit Sicherheit einer der großen Favoriten, dass das Ding aber 13 Nominierungen bekommt und meiner Meinung nach in einer Kategorie völlig sträflicherweise keine, dazu komme ich gleich, hat jedenfalls irgendwie niemand gedacht. Und umgekehrt auch, dass die Verlegerin von Steven Spielberg mit Meryl Streep in der Hauptrolle nur 2 Nominierungen bekommt, das war tatsächlich auch nicht abzusehen. Und ebenfalls für mich persönlich auf jeden Fall eher so ein echt jetzt, dass nämlich die Dunkelste Stunde und auch der Seidene Faden jeweils mit 6 Nominierungen an den Start gehen. Ebenso überraschend, dass Tom Hanks keine Nominierung für die Verlegerin erhalten hat. Ich meine, er macht da auch wirklich einen sehr, sehr starken Job. Aber allen voran eine große Überraschung ist, dass James Franco, der immerhin einen Golden Globe bekommen hat für seine Leistung in The Disaster Artist, dass er nicht nominiert worden ist. Und da kann man natürlich schon mal vermuten, dass das natürlich auch politische Gründe hat, nachdem jetzt in den letzten Wochen auch Vorwürfe bezüglich Missbrauch laut geworden sind. Also da könnte man schon irgendwie das Gefühl haben, allgemein, wenn ich mir die Nominierungsliste anschaue, sieht man schon so ein bisschen Politik. Und das meine ich jetzt nicht mit im Sinne von so, ja, da sind wieder immer wieder die gleichen Filme, die alles zugeschustert bekommen, sondern eben warum, wer, wie, in welchem Ausmaß etwas bekommt, ist in diesem Jahr meiner Meinung nach besonders auffällig. Insgesamt aber auch wieder schön zu sehen, dass Meryl Streep mal wieder eine Nominierung bekommt, könnte man jetzt sagen, ist jetzt nicht sonderlich überraschend. Wenn man aber sieht, dass der Film Die Verlegerin fast komplett ignoriert wurde, dann ist es doch überraschend. Es ist die 21. Nominierung für Meryl Streep. Und sie baut damit ihren Vorsprung absolut aus. Bislang hatte sie 20 Nominierungen, hatte aber damit schon einen Vorsprung von 8 Nominierungen zu anderen Schauspielern, nämlich zu Katharine Hepburn oder Jack Nicholson, die dann jeweils auf Platz 2 mit 12 Nominierungen stehen. Also diese Frau ist nicht nur krass, sondern sie wird wahrscheinlich auf ewig eine Legende bleiben. Danke, Arthur, für Ihre Offenheit. Es ist aber nicht alles schlecht für Steven Spielberg, auch wenn jetzt alles für Die Verlegerin etwas mauer ausfällt. Er ist das 17. Mal selber nominiert, das 10. Mal eben als Produzent und all seine Filme sind hiermit jetzt zum 132. Mal nominiert worden. Also insgesamt hat er 132 Oscar-Nominierungen mit seinen Filmen holen können und baut damit seine Führung gegenüber William Wyler aus, der 128 Nominierungen hatte. Lediglich dieser Regisseur konnte 13 Mal eine Nominierung für die Kategorie Bester Film holen. Das ist jetzt für Steven Spielberg erst das 11. Mal. Es ist schon ziemlich absurd, dass bei dieser ganzen Diskussion werden eigentlich auch mal wieder Frauen irgendwo mal nominiert für Arbeiten, die sonst immer nur für Männer vorenthalten sind. Also gefühlt auf jeden Fall. Und es ist schon richtig abgefahren, dass Rachel Morrison die erste Frau in der 90-jährigen Oscar-Geschichte ist, die für die Kategorie Beste Kamera für den Film Mudbound überhaupt nominiert ist. Also das ist tatsächlich richtig heftig. Ebenso erstaunlich, dass Greta Gerwig erst die 5. Regisseurin ist, die für die Kategorie Beste Regie nominiert ist und Jordan Peele erst der 5. dunkelhäutige Regisseur, der tatsächlich in der Kategorie überhaupt in Frage kommt, einen Oscar zu gewinnen. Ob das jetzt wiederum dann auch total verdient ist, das steht jetzt erstmal auf einem anderen Blatt, aber es ist auf jeden Fall ziemlich abgefahren. Nein. 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 Roger Deakins ist der Kameramann mit den meisten Oscar-Nominierungen. 14 Mal wurde er nominiert und man glaubt es kaum, er hat diese Kategorie bislang noch nie gewonnen. Meiner Meinung nach sollte es dann aber im Jahre 2018 endgültig soweit sein. Komponist John Williams freut sich über seine unfassbar 51. Oscar-Nominierung. Das ist tatsächlich einfach schier unglaublich, dass man überhaupt an 51 Filmen oder irgendwie etwas machen kann. Das ist Wahnsinn. Und nur Walt Disney ist ein Mensch, der jemals mehr Oscar-Nominierungen hatte, nämlich 59. Ansonsten ist er der einzig lebende Filmschaffende mit so vielen Nominierungen.
Christopher Plummer wurde ganz kurzfristig noch für Alles Geld der Welt eingesetzt und kann sich jetzt aber freuen, dass er der älteste Schauspieler ist, der jemals für einen Oscar nominiert war. Und er ist 88 Jahre alt. Bisher war es Gloria Stewart mit den 87 Jahren, die für Titanic nominiert war. Ich kann kein Geld erübrigen. Wie viel Geld brauchen Sie noch, um sich sicher zu fühlen? Mehr. Ich habe es eben schon mal angedeutet, dass hier sehr, sehr viele politische Entscheidungen ganz offensichtlich getroffen wurden. Und da darf man auch nicht vergessen, dass die Academy jetzt nicht irgendwie mit all ihren tausenden Mitgliedern an einem Tisch sitzt und dann abstimmt, wer wird jetzt nominiert. Sondern natürlich ist es letztlich eine geheime Abstimmung, bei der am Ende dann eben so ein gewisser Konsens entsteht. Das bedeutet eben auch, dass kleinere, sehr spezielle Produktionen eben bei den Oscars meistens nicht berücksichtigt werden, weil hier eben nicht der große Konsens darüber besteht. Ne? Die einen sagen halt so, oh, kann ich gar nichts mit anfangen, und die anderen finden es eben toll. Also kontroverse Filme sind eben eher seltener dabei. Was eben aber auffällt, ist gerade, dass während der Phase zwischen Golden Globe Nominierungen bzw. Auszeichnungen der Time-is-up-Bewegung natürlich jetzt bei den Oscar-Nominierungen nochmal ganz anders irgendwie geschaut worden ist. Und das ist eben auch auf jeden Fall mein Eindruck. Dafür gibt es einfach zu oft dieses so, oh, das ist das erste Mal, dass hier jemand nominiert worden ist von einem Geschlecht oder wahlweise einer ethnischen Gruppe. Zum Beispiel eben auch, dass es das erste Mal ist, dass eine afroamerikanische Frau überhaupt erst für den Oscar fürs Drehbuch nominiert worden ist. Und das finde ich erstmal super. Für mich wäre es ehrlich gesagt einfach mal an der Zeit, nicht mehr darauf zu gucken, so wann war es das erste Mal, dass ein Afroamerikaner, ein Asiate und so weiter und so fort. Natürlich sind wir davon noch weit entfernt, aber das ist natürlich für mich persönlich das Optimale. Die Frage ist aber eben, ob jetzt zum Beispiel in dem Fall von Jordan Peele wirklich die Nominierung für die beste Regiearbeit irgendwie fällig wurde. Also dafür finde ich einfach, gibt es einfach noch sehr, sehr viele andere Filme. Zum Beispiel, wenn man sieht, dass Three Billboards genau in dieser Kategorie ausgelassen worden ist. Wenn ich sehe, wie Martin McDonagh dort letztlich Emotionen verarbeitet und umsetzt, kann ich es mir eben wirklich nicht erklären, warum jetzt Jordan Peele für eine mit Sicherheit also coole Produktion, was Get Out betrifft, irgendwie nominiert ist. Da schwingt bei mir eben so ein bisschen mit, so ja, es wäre schon irgendwie gut, wenn wir da ziemlich diverse wären, wenn in den Nominierungen sowohl ein Afroamerikaner als auch eine Frau dabei sind. Genauso, dass Denis Villeneuve nicht dabei ist, Blade Runner 2049 ja auch nicht mehr für den besten Film nominiert. Dafür aber eben auf jeden Fall Get Out und meiner Meinung nach, Review folgt übrigens noch, der doch schon ziemlich krass überschätzte Der seidene Faden, der mit 6 Nominierungen meiner Meinung nach total irgendwie so übers Ziel hinausschießt. Da sind auf jeden Fall sehr viele Punkte dabei, wenn ich sage so, boah, ihr wollt jetzt irgendwie allen recht machen und dabei verlasst ihr euch eben einfach nur so auf so die Standardware und die muss ich dir eben nicht zwingend sehen. Hör auf damit! Ebenfalls in der Kategorie Make-up. Ich finde es schon wirklich abgefahren, dass The Shape of Water überall fast eine Nominierung hat. Ich finde den Film sehr toll. Auch hier folgt die Review. So viele Reviews kann ich gar nicht an einem Tag raushauen, wie jetzt sie alle irgendwie gezeigt worden sind in Pressevorführungen. Aber warum Shape of Water nicht in der Kategorie Bestes Make-up nominiert ist, dafür aber Victoria und Abdul und Wunder. Natürlich kriegt man da mit, so ja, da sind irgendwie tolle Frisuren, was Victoria und Abdul jetzt auch betrifft. Oder in Wunder, Jacob Tremblay ist schon irgendwie sehr gut hergerichtet worden. Aber wenn ich das jetzt in direkten Vergleich zu Shape of Water sehe, denke ich mir so, habt ihr mal gesehen, wie unfassbar aufwendig dieses Kostüm und überhaupt diese komplette Maske ist? Warum ist der jetzt nicht dabei? Für mich total seltsam. Genauso in der Kategorie Beste Kamera, Die dunkelste Stunde, ist genau für mich ein Kritikpunkt bei dem Film, dass er hier eben nicht so kreativ alles einfängt. Da könnte man eher auch Filme wie ein Logan Lucky oder eben auch ein The Cure for Wellness mit irgendwie ins Boot nehmen können, die eben jetzt aber nicht so groß auf der Liste stehen, von wegen so, ja, die sind jetzt hier im Oscar-Pool. Ich möchte halt irgendwie die beste Leistung irgendwie gutiert bekommen und nicht eben einen Film, der ohnehin in ganz vielen Kategorien schon irgendwie am Start ist. Das verstehe ich nicht. Für mich persönlich übrigens auch die Musik bei Der seidene Faden eher nervtötend als letztlich auszeichnungsfähig. Darf man darüber diskutieren und das finde ich ja auch wichtig. Ne? Lass darüber diskutieren. Es geht jetzt hier gar nicht darum, einer hat Recht, einer hat Unrecht. Das ist bei einer Entscheidung, die viele tausend Menschen treffen, sowieso schwachsinnig und es gibt eben nicht die eine richtige Entscheidung und die eine richtige Wahl. Aber ich finde es tatsächlich hier ein bisschen auffällig. Ihr Lobens seid echt so eine Spackos, wie die Leute behaupten. Behaupten das die Leute?
Ob man zum Beispiel Kong Skull Island wirklich für beste visuelle Effekte nominieren muss und stattdessen auch Filme, die ich jetzt vielleicht nicht perfekt umgesetzt finde, aber wie in Valerian auch dann eben außen vor lasse. Ja, auch da ist Greenscreen Party, aber ich finde tatsächlich in Kong Skull Island ist es um einiges krasser. Warum der da letztendlich steht, weiß kein Mensch, also jedenfalls ich nicht. Und deswegen behaupte ich jetzt einfach mal, kein Mensch. Wie schon gesagt, ansonsten gibt es einfach einen Pool von bestimmten Filmen. Darauf verteilt man irgendwie die Nominierungen. Und das könnte auch einfach daran liegen, dass diejenigen, die letztendlich dafür abstimmen, gar nicht so viele Filme gesehen haben, dann eben einen bestimmten Pool davon sich überhaupt erst in der Form im Detail anschauen. Und entsprechend ist es dann eben so, dass es immer sehr, sehr ausgewählt ist, was dabei ist. Zwei, drei Einschätzungen von meiner Seite gibt es aber auch noch. Dunkirk ist zwar der zweitmeist nominierte Film, wird aber eben vor allen Dingen in den Technikkategorien, wenn irgendwie eine Auszeichnung bekommen. Ich denke da vor allen Dingen an die Tonkategorien. Das war eben wirklich fabelhaft, wird aber daher für mich eher einer der großen Verlierer sein, weil er weder bei beste Film noch bei der besten Regie meiner Meinung nach irgendwie jetzt die Chance hat, letztlich den Preis zu holen. Und bei den Schauspielkategorien, das habe ich auch schon in der Folge Filmpass irgendwie so mal angedeutet, glaube ich, bleibt es genau bei denjenigen, die wir jetzt auch schon ausgezeichnet haben, sehen bei den Golden Globes oder jetzt bei anderen Preisen. Also Frances McDormand und Gary Oldman sind für mich absolut gesetzt in den Schauspielkategorien. Genauso wie wahrscheinlich Allison Janney und Sam Rockwell bei Three Billboards. Wer hat die Dose geworfen? Welche Dose? Was ist mit dir, Schätzchen? Nein, ich hab nichts. Gib alles. Dagegen wird Shape of Water für mich auf jeden Fall einer der großen Gewinner sein, allerdings eher von der Anzahl der Preise, also eben auch in so Geschichten wie beste Ausstattung, beste Musik. Also da bin ich ziemlich davon überzeugt, dass er hier sehr viel abräumen wird. Gleichzeitig aber auch, wenn man sieht, so, oh, Three Billboards, hat er nur 7 Oscar-Nominierungen, kann er denn was gewinnen? Für mich immer noch mein persönlicher Favorit für den Preis in der Kategorie bester Film. Da würde er sich, glaube ich, wirklich so mit Shape of Water, so einer von den beiden wird es wohl werden, hat aber eben durch die ganzen Schauspielpreise und auch das Drehbuch die Möglichkeit, eben im Verhältnis zur Nominierungsanzahl sehr viel rauszuholen. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das am Ende dann irgendwie sein wird. Es wird für mich aber eben nicht den großen einen Gewinner geben und der Rest vielleicht mal irgendwie so hier mal ein kleiner Preis, sondern auf jeden Fall eben mit Three Billboards, da sehe ich so 3 bis 4 Preise, Shape of Water auf jeden Fall auch so 4, 5 bis 6, den ein oder anderen Technikpreis eben für Dunkirk und ja, der Rest verteilt sich dann noch so auf Einzelpreise, wie zum Beispiel eben für Die dunkelste Stunde oder I, Tonya. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich habe noch den allerletzten Part, nämlich Blade Runner 2049. Ich persönlich war jetzt nicht der allergrößte Fan von diesem Film. Also, dass ich jetzt hier sitze und sage mit großer Leidenschaft, das war mein Lieblingsfilm aus dem letzten Jahr, warum ist der nicht dabei? Wenn ich aber eben tatsächlich Filme wie einen Der seidene Faden, Die dunkelste Stunde oder auch eben einen Get Out, die allesamt irgendwie solide sind auf ihre Art und Weise, aber für mich jetzt trotzdem nicht das visionäre Niveau haben von einem Blade Runner 2049, verstehe ich tatsächlich nicht, dass dieser Film nicht dabei ist und allgemein auch jetzt eher so ein bisschen außen vor gelassen worden ist. Wie gesagt, für mich wäre es jetzt nicht mal der Preis für den besten Film, aber dass er nicht nominiert ist, bei der Nominierungsauswahl ist schon ein wenig fraglich. So, wie seht ihr das? Habt ihr Kategorien, bei denen ihr komplett anderer Meinung seid als ich? Habt ihr Filme, die überhaupt nicht berücksichtigt worden sind? Dann packt das gerne mal in die Kommentare, lasst darüber ein bisschen diskutieren, auch gerne schon so ein bisschen über Favoriten. Würde mich sehr freuen, dass das mal wieder so ein sehr aktives Video ist, ne, wo wir viel miteinander kommunizieren können. Freue ich mich drauf. Ich verlinke euch eben schon mal erwähnt, dass es wieder Filmbuzz gibt, die Folge Filmbuzz. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt eine Community-Preview zu Shape of Water, der jetzt eben diese 13 Nominierungen hat. Verlinke ich euch auch den Aufruf dazu und dann sehen wir uns im besten Fall bald wieder hier in der Filmlounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.